Hallo, ihr kleinen Krabbeltiere mit langen Krallen. Willkommen zurück zu Tormented Souls. So, wir haben letztes Mal einiges erreicht. Wir haben den Strom wieder eingestellt. Wir haben die Haupthalle geöffnet. Und wir haben eine ganze Menge von diesen komischen Creeps besiegt. Diese ekelhaften Viecher, die da rumrennen und mich mit Blut bespucken oder kratzen wollen. Ist echt nicht schön. Und jetzt gehen wir in die Haupthalle. Mal gucken, was hier so passiert. Ich sag ja so optisch, Hammer, Hammer. Richtig gut. Die ganze Zeit knarrt. Sieht so super aus. Es ist aber immer so, irgendwelche alten Villen werden zu Krankenhäusern umfunktioniert und sehen dann einfach mal so aus. Gibt dir das? Ein altes Piano. Leider kann ich nicht spielen. Was? Nicht mal die Mondscheinsonate? Was ist los mit dir? Das ist doch Pflicht. Oh, und hier brauchen wir natürlich wieder so ganz fancy Voids zum Einsetzen. Mit, also auch jetzt von der Schleife, sieht so ein bisschen aus wie so eine Kreuzritterin. Alte Münztelefone funktionieren nicht mehr. Ja, schade. Ich glaube, wir haben ja gar keine Karte, ne? Haupthalle und dann hier ist der Ausgang. Ne, hier ist der Ausgang, aber der ist zu. Hier sind wir gerade an der Tür. Geht die auf? Von der anderen Seite verschlossen, natürlich. Was denn sonst? Wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Lass mich raten, ich muss außen rum, weil sie kann nicht über die Theke steigen. Das macht man nicht. Deswegen Kinderwagen, furchtbar. Gruselig. Rollstühle und Kinderwegen. Muss ich nicht. Solchen Spielen. Kapelle. Und tschüss. Auch wenn da eine Karte liegt. Ich bin raus. Erstmal die Treppe rauf. Oder runter? Muss die Dunkelheit bekämpfen, sagt sie dann wieder. Sollte verschlossen. Krass. Wird doch alles auf uns wartet. Fest verschlossen, das kann ich da bestimmt mit dem Mechanismus irgendwie. Oh, cool. Schade, dass alles nicht wirklich zugänglich ist hier. Hier ist ja die Treppe versperrt. Von irgendwelchen Schildern, die sie auch nicht beiseite räumt. Ach schön, ich find's schön. Jeder, also ich würde überall drüber klettern, ich würde Türen eintreten, wäre mir alles egal, ne? In solchen Spielen, ich wäre so der Rabiate. Weil da so ein Vieh kommt und mich kratzen will, da würde ich dem einfach eins vor den Latz knallen hier. Ein Dropkick ins Gesicht. Nymphe, die ihre Sandale aufschnürt. Geschaffen von John Gibson. Eine Nymphe, die ihre Sandale aufschnürt. Sehr schöner Titel. Besprechungsraum. Warte ja aber darauf, dass irgendwas knirscht und mich wieder angreifen will. Ist es Morphium? Oh. Oha. Von der anderen Seite verschlossen. Aha, aha. Das ist eine Luke mal wieder. Wie Luken es hier gibt. Und immer diese gruseligen Laternenhalter und schon wieder ein Taucherhelm. Das ist wichtig, das weiß ich. Kalender, 24. Nee, Quatsch, Dezember. 16. war der letzte, der nicht abgestrichen wurde. 1994. 100%ig wichtig, Leute. Ganz neu, dass es da weitergeht. Oh! Oh, es ist fies. Ich habe kein Licht hier und wenn ich jetzt angegriffen werden würde, könnte ich nicht mal was machen, weil ich nichts sehe dann. So gut, ne? Es ist so schön. Und gut. Five. Wir haben kein Tape, das wir uns angucken können. Ich möchte Citizen Kane jetzt sehen, endlich. Hier, nehmen wir uns mal die Zeit. Gucken uns Citizen Kane an. Plus Analyse. Kann ich da... Ach komm. Wisst ihr, sie springt nicht über die Lücke hier drüber, weil geht nicht. Eine Skulptur, die Zwillingsengel darstellt. Der eine tröstet seine trauernde Schwester.
Digga, nicht geschlechtslos. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Schade, ich wünschte mir so ein bisschen so ein... Will man hier genauso. Ich würde einfach durchgreifen. Macht sie wahrscheinlich... Nee, kann sie auch gar nicht. Mach ich nicht. Will ich auch nicht. Ja, mach ich nicht. Hm. Nee. Mach ich nicht. Müssen wir da ein bisschen ballern, habe ich gehört. Oder soll ich es kloppen, das Vieh? Ich finde, das Kloppen ist echt mächtig. So, wo sind wir denn? Die Haupthalle? Kapelle. Der Archiv ist natürlich verschlossen. Küche, Schrank. Das ist der eigene Raum, der Schrank. Also, ein Studio. Dieser komische Arsch immer, ne? Wofür kriegst du jetzt? Warum haben die so einen komischen, ausmodellierten, nackten Arsch, frage ich mich. Muss das denn sein? Oh, Tetris. Ach, die Form, die reinpasst, soll das bedeuten. Ja, ja. Das ist nur eine Zweierreihe. Würde ich nicht machen, das lohnt sich gar nicht. Ja, gut. Also wir müssen die Form finden, die da reinpasst. Ist ja nicht schwer. Also, wie gesagt, das sind immer diese Pipi-Rätsel. Ein bisschen. Ja, eine Karte der Gegend. Siehst du, die haben das erst reingepatcht mit den Karten, dass man die mitnehmen kann. Ich sehe doch ganz genau, dass da vorne einer rumliegt. Ja, ja, komm mal her. Ich warte, bis er Blut spuckt, dann kriegt er eine übergezogen. Pass mal auf hier. Komm, spuck. Spucken Sie bitte Blut. Alter. Haut um jetzt. Alter. Umhauen. Die langt aber ganz schön zu, ne? Oh, ich bin schon wieder in Gefahr, Mann! Okay, also wirklich... Das ist unser Last Resort, ne? Nehme ich auf? Ja. Ich muss immer gucken. Cut my life in two pieces. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe nochmal... Ich habe schon mal gesagt, Brecheisen, Truff. Einfach auf das Geld. Du hast eine Waffe, du hast ein Brecheisen, damit kannst du einiges kaputt machen. Oh, ich habe gerade zu einem Gegner, der sich nicht bewegt. Ich habe was gesehen. Jaha. Oder da vor mir verstecken, ja? Jesus. Was macht denn sowas mit Jesus? Da irgendwas? Nee. Oh doch, eine zerbrochene Jesus-Figur. Sieht aus, als wäre sie vom Kreuz gefallen. Nun... Das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd mit der Karte. So, da kommen wir hoch in den Aufzug. Aber den können wir wohl nicht benutzen. Ich wette, das Studio ist auf. Küche, Lager. Das ist ein PC. Ich wette, da können wir jetzt auch noch nichts machen. Lass mich raten. Aufzug braucht was Bestimmtes. Beziehungsweise muss erstmal der Wagen hier weg, der Servierwagen. Warum blinkt der denn? Ja, ist kaputt. Kann ich von diesem Stock aus nicht rufen. Wer hätte es gedacht? Ja, dachte ich mir, das geht auf, das Studio. Oh, Safe-Game-Musik, schön. Mhm, 7 Zoll Tonband. Sehr gut. Hier passiert, ist es eingestürzt. Alter. Neue Munition, Schrotpatronen können mit einer Schrotflinte verwendet werden. Oh, dann Schrotflinte. Schön, mag ich. Schrotflinte muss einfach.
Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Auch wieder Help. Ein Röntgenbild, das ein Herz zeigt. Die Silhouette kommt mir bekannt vor. Natürlich, das ist die Statue in der Lobby. Die Frau, die sich die Sandale schnürt. Arbeitsbereich, okay. Was zum Geier, ey. Das ist der Arbeitsbereich, ne? Hier, der Gang. Uff, uff, uff. Ich will jetzt hier... Genau deswegen! Ich renne jetzt hier nicht im Dunkeln rum, vergiss es. Ich kann da nicht mal schießen, weil ich gar nichts sehe, Mensch. Du hättest nicht hierher kommen sollen. Ja. Shouldn't have come here. Boah, fiese Sache, Mann. Ich muss irgendwie Licht kriegen oder ich brauche halt eine Lampe an der Waffe. Weil, ich meine, wenn ich, glaube ich, das Licht ausmache in so einem Fall, dann kriegst du wieder einen Anfall und sagst, oh, die Dunkelheit. Okay, das Tor war nicht auf der Karte. Gehen wir erstmal in die Küche. Oh, ein Hackebeil. Naja, kann ich nicht benutzen, schade. Hab ja schon eine coole Waffe, die ich nicht einsetzen kann, wie man es eigentlich sollte. Um Automaten zu knacken damit. Okay, ich kann irgendwas einfrieren sozusagen. Ja. Eiskalt. Wash your hands, please. Weiß nicht, ob in der Umgebung am besten einfach draufspucken oder der Hose abwischen hygienischer wäre. Du wirst diesen Ort nicht verlassen. 16. Dezember 1994. Das muss irgendwas bedeuten, weil auch auf dem Kalender ist es. Verbrannte Überreste im Moment sind das menschliche Knochen. Was zur Hölle ist hier los? Ich will aber die Gabeln haben. Riecht fürchterlich. Sieht aber sehr gut aus. Der Unrat hat sich aufgetürmt. Du stellst doch nicht Mülltonnen in die Küche, Alter. Das ist sowas von unhygienisch. Die müssen eigentlich draußen stehen, gekühlt irgendwo. Aber ich meine, das ist ein Krankenhaus. Vielleicht haben die andere Hygienestandards als Leute, die sich darum scheren. Also hier zumindest. So, warte mal. Sind wir denn jetzt im Lager? Nee. Doch. Muss doch... Also mit Computer hier, ne? Als die Treppe runtergeht, wundert es mich nur ein bisschen. Boah, deine Mutter! Da kommt schon wieder so ein Rollstuhl. Heini. Boah! Na! Ah! Ah, ich wollte wegspringen. Mach doch! Alter! Oh Gott, ich bin schon da. Oh nee, lauf, lauf, lauf! Scheiße, die Kämpfe, ne? Die Kämpfe! Es ist nicht leicht, das Spiel, muss ich mal sagen, an der Stelle. Oh, Diskette für das Speichern eines neuen Kennworts eingeben. Ein alter PC-Monitor. Sieht aus wie so ein Schneider-PC. Oh! Oh, eine Flasche mit Salpetersäure, die Metall im Lauf der Zeit zersetzen kann. Im Lauf der Zeit. Wisst ihr, wie lange das dauert mit Salpetersäure? Ich nicht, aber... Aber es dauert bestimmt ein bisschen länger, als wir Zeit haben. Hier noch was? Bitte, bitte, Heilung oder so. Nicht, dass sie zu Crimson Heads werden und wieder aufstehen und noch krasser sind, dann... Keine Heilung mehr, ne? Also das Kampfsystem ist leider auch im Fernkampf ein bisschen problematisch manchmal. Ja. So, dann habe ich nur noch dann den Raum hier, den Schrank. Und das war's. Hoffentlich geht's auf jetzt. Okay, die war von der anderen Seite abgeschlossen. Also eine Türklopfer in Form einer Hand, die einen Ball hält. Was ist das hier? Hört sich an, als würde jemand was fressen. Ist das im Schrank? Ich mach erstmal hier
Kann ich die Tür entriegeln vielleicht? Sehr gut. Okay, es war nichts. Das sollte mir einfach nur ein bisschen Angst machen, ja? Oh, was ist denn hier los? Hier passt eine Batterie rein. Schön, schön. Egal. Nigel. Ich habe keine Heilung mehr. Wenn ich sterbe, ist halt wieder alles Nachspielen angesagt, ne? Lack. Das ist nicht schön. Da oben irgendwas aufgetaucht, oder? Hier. So, da den Schlüssel kann man nichts machen. Da können wir auch nichts machen. Wir können hinter in den Arbeitsbereich. Hier oben ging es ja auch noch weiter in der Haupthalle. Hier, da. Aber den habe ich gar nicht verzeichnet. Wir haben wieder das Erdgeschoss. Wir brauchen aber hier den zweiten Stock noch. Oben. Jesus. Boah, es ist gruselig, Mann. Es ist gruselig. Noch mal kurz gucken, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt diese Statue und Salpetersäure. Wo können wir das denn einsetzen, bitte? Ist doch nix hier. Ist doch nix. Wie gesagt, ich könnte in den Arbeitsbereich unter dem Dunkeln mal durchrennen und gucken, dass ich da nicht zerfleischt werde von dem Vieh. Oder wir gehen mal in die Haupthalle und schauen, ob wir nicht diese Statue irgendwie zersetzen können. Aber das war doch für Eisen und nicht für Gips oder was auch immer das Vieh, aus was das ist, diese Statue. Ich brauche immer noch diesen sternförmigen Schlüssel hier. Für was habe ich denn das Vorhängeschloss eigentlich? Vielleicht um zwei Ketten zu verbinden oder so? Miteinander? Das passt nicht. Das passt nicht. Hey. Besprechungsraum, und der ist... Nee, warte mal, der war nicht dunkel. Hier hinter war es dunkel. Wir brauchen Tape. Für das Ding. Und hier... Aber wie gesagt, ich habe keine Karte für diesen Bereich, ne? Ist scheiße. War hier irgendwas? Erster Stock, oder? Eine Karte. So, wir sind jetzt hier im Speisezimmer. Nee, Quatsch, wir sind hier im Besprechungsraum. Und dann hier ist ein Nähzimmer, ein Büro, ein Schlafzimmer und eine Bibliothek. In die Bibliothek hat er uns gesagt, der Pfarrer, sollen wir gehen. What the fuck? Oh, ich esse nämlich was anderes nehmen als das Feuerzeug. Da kommt wieder das Gekrissel und sie kriegt ganz schnell Angst, deswegen dürfen wir das nicht machen. Das dürfen wir nicht machen. Das Schwede. Oh, es ist so krass. Es ist so krass, Leute. Morphium. Ich kann sie nicht öffnen. Was haben wir hier? Wir brauchen eine Disk für den Strom, schätze ich mal, ha? Ja, ja. Ihr wollt, dass ich da jetzt durchlaufe und sterbe, ne? Ah. Ah. Boah, es ist unheimlich. Alter Schwede, noch so ein Vieh hier. Was hast du für eine Zunge, du ekelhafter? Hey.
Er zockt noch. Oh, guck mal. Gibt die gerade einem Engel einen Zungenkuss oder was? Ja. Ja. Da will ich das so lange brauchen, werde ich getötet. Hey, du widerlicher. Haben die einfach mal den Blattigel gemacht mit dem Vieh, ha? Huh? Den Blutadler. Oh, es ist krass, eklig, aber geil. Der Kleine hier. Bist du vor den Glockenwächtern aus Dark Souls 2 oder was? Oh, ich muss jetzt hier. Nein. Was gibst du mir für eine Karte hier? So. Bibliothek, ist das? Das Schlafzimmer. Das war aber versperrt. Soll ich nicht öffnen? Büro oder Nähzimmer? Wir gehen erstmal ins Nähzimmer, komm. Kamera, wie die mitwandert, ist so fies. Kann sie nicht öffnen. Aber warum? Brauchst du die Disk? Ich würde das echt gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn wir zu lange stehen bleiben. Aber dann weißt du, dass ich da drauf gehe, hundertprozentig. Alter, diese Puppe. Oh! Oh, ist das ekelhaft. Oh, ein Buch zum Lesen, hä? Ja. Maria Wildebergers Tagebuch. Der Doktor ist gerade gegangen. Er sagt, ich müsse essen, aber das ist nicht so leicht, wenn man keinen Hunger verspürt. Und William hat Probleme bei der Arbeit. Einige Patienten sind nicht zufrieden mit ihm. Einige wollen sogar das Hospital verklagen. William erzählt mir nichts. Ich erfahre solche Dinge nur über Gerüchte. Ich weiß, er will mir nur keine Sorgen bereiten. Aber natürlich sorgt das für eine noch größere Distanz zwischen uns. Ich ertrage die Stille nicht und ich weiß, dass William nicht mit mir spricht, weil er nicht weiß, was er tun oder sagen soll. Ich muss dafür sorgen, dass es ihm besser geht. Ich muss, für ihn. Die Sonne fällt in Strahlen in mein Zimmer. Ich kann die Staubpartikel schweben sehen. Ich werde die Sonne eine Weile lang mein Gesicht liebkosen lassen. Dieses Meme, feels good. Oh ja. Maria, du bist gruselig mit deinen... Weil diese Puppe... Könnt ihr nicht schlafen, ne? Da oben auf dem Schrank die Puppe, seht ihr die? Oh. Oh. Oh, guck mal hier, schön. Zwei Gesichter, die ineinander fließen. Traumhaft. So, das ist ein Tonbandgerät. Noch mehr Nägel. Sag mal, wie viele Nägel gibt es hier eigentlich? Ein Stethoskop, das man zum Abhören von Herzgeräuschen benötigt. Ach so, das brauche ich also für die Statue in der Lobby. Wer spielt hier eigentlich Harfe? Die Frage. Abstrakte Kunst habe ich noch nie verstanden. Hat ein bisschen was von Janus, oder? Der Gott mit den drei Gesichtern. Sehr gut. Das ist nicht abstrakt, das ist eklig. Gesichter da. Oh. Oh, nee, ich muss hier raus. Ich werde nochmal speichern am Ende des Parts, aber erst. Also da läufst du doch auch nicht durch, wenn du nicht irgendwie gerade große gravierende Probleme hast, oder? Weil das Vieh noch lebendig ist, meine ich. Ist aber wahrscheinlich so der Kniff, dass man da nicht durch kann, während das Licht aus ist, weil man es nicht töten kann. Da kriegt sie ja wieder ihre Anfälle. Finde ich cool eigentlich, dass das so ein bisschen den Progress behindert. Also, ist clever. Dass sie in der Dunkelheit so eine Angst kriegt. So. Nee, nicht untersuchen. Zack. Warte mal. Eins, drei, zwei, oder? War die... Warte mal, nochmal. Muss man das aufschreiben, sonst... Ich mach da nämlich danach Pause nach dem Part. Warte. Tormented Souls. Statue. Was auch immer es bringen soll, also. Mach mal weiter, es war 1, 3, 2. Nee, warte, 1, 3, 1, 1 war das nicht, 1, 3, 2. 1, 3, 1, 1. Aber warum?
Könnte ich ja auch noch benutzen, irgendwie das Schloss, aber für was? Dann Dual Effekt. Dual Effekt. Aber was war die Uhrzeit? 12.35 Uhr. Aber warum habe ich das Schloss eigentlich noch? Geht auch nicht auf, also... Hat so keinen Sinn mehr, das zu benutzen, oder? Ich verstehe nicht, für was ich jetzt die Kombination gekriegt habe. Oh, da vorne lagen noch Nägel übrigens, habt ihr gesehen? Aber da komme ich ja nicht rüber wegen dem Boden. Wo habe ich denn Kombination gebraucht? In der Uhrzeit? Ist da doch was zu tun? Nee. Wir gehen erstmal ins Büro und dann gucken wir, was noch passiert. Yeah. Warum macht man sowas? Und sowas? Ah, natürlich ist sie von der anderen Seite. Oh. Ehrliches Vieh. Ich will gar nicht so lange stehen bleiben. Am Ende lebt es echt wieder und macht dumm Zeug. B-Zimmer. Hier sonst nichts mehr, ja? So. Boah, Nähzimmer. Büro. Schlafzimmer kam ich nicht rein. Speisezimmer, Toilette, Bibliothek. Ah, aber dann komme ich hier über den Speisezimmerflur wahrscheinlich. Mal gucken. Die lauten Geräusche immer. Ich erschrecke immer so ein bisschen dabei. Ich glaube, nächstes Mal werde ich mich mal erwischen lassen von den Schwertern. Mal gucken. So, ab in die Bibliothek, genau. Was? Ach, hier habe ich den Klopfer. Sehr gut, ich dachte schon. Ich komme jetzt hier wieder nicht weiter. Nur wer das schlagende Herz von John Gibsons Werk kennt, möge eintreten. Cool, das ist ein gutes Rätsel, finde ich. Auf jeden Fall. Das macht Sinn. Ich schon wieder. These girls are the same twins as those in the photo. Die haben zu viel Öleffekt benutzt. The ones that will awaken the devil are ready for their operation. It seems like the girls are being prepared for some kind of surgical procedure. Also wenn man sich die Bilder anguckt, das mit dem Verschmelzen, vielleicht wollten die zwei Zwillinge in einen Körper packen? If I don't find them soon, something terrible might happen. The plaque says Anna and Emma. Ich glaube ja, sie ist eine davon, von diesen Zwillingen. Da oben ist was. Seht ihr? Da oben bewegt sich irgendwas. Oh, nee. Ich gehe erstmal da hinten lang. Oh, die ist schon wieder. Okay, ihr tut das also. Ah. Hey, ich hab mein Vieh gekillt, ohne was abzukriegen. Das ist doch mal ein Fortschritt, oder? So, ich werde jetzt einfach schnell hier durchlaufen. Die Tür auf der anderen Seite entriegeln. Hoffe ich, dass das so läuft jetzt. Erstmal hole ich mir die Munition noch. Perfekt. So. Fein, fein, fein. Okay, was ist das? Ich hab's irgendwie mit Nacktheit hier, ne? Ah, ich liebe sowas. Das ist immer schön, wenn du dann so einen kleinen Shortcut hast, wo es dahin geht, wo du herkommst. Fein. Ich mag sehr. So, und jetzt gehen wir wieder zum Speichern. Aber jetzt wissen wir ja, was passiert mit den Schwertern, nicht wahr? Guck mal, sogar so ein bisschen Dunkelheit macht dir schon zu schaffen. Eigentlich muss man ja die ganze Zeit das Feuerzeug draußen haben, außer es geht zu kämpfen.
Heißer Jens. So, damit ist der Part ja auch schon lange genug, Leute. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Es ist mir eine Freude, das für und mit euch zu spielen. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei, Leute, wenn es heißt Tormented Souls. Sehr, sehr schönes Ding. Going on here? Oh. This place is infested with nightmarish creatures. I need to be strong. I can't quit now. Nicht vergessen, Daumen hoch und auch gerne mal abonnieren. Ich habe gesehen, es schauen sehr viele meine Videos ohne zu abonnieren. Was ist da los? I've discovered that a surgical procedure is to be performed on two twin girls. Sonst verpasst ihr doch noch was. I hope I can get to the operating room in time. There's something dark going on. Oh. Etwas Düsteres geht vor sich. Leute, auch der Part ist düster. Wir machen jetzt Schluss und ich danke euch sehr fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal mit Tormented Souls. Tschüss.